Hi, ich bin Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Ja, wenige Wochen bis Weihnachten. Von meiner Seite gibt es auch nochmal die Empfehlung rund um die Familienspiele. Es wird auch noch einen Kennerspielbereich geben und da packe ich auch noch Expertenspiele mit hinein und dann so kleine Mitbringspiele, also drei Videos rund um das Thema Weihnachten, die alle jetzt so im Laufe der nächsten Woche online gehen werden. Aber jetzt geht es erstmal mit den Familienspielen los. Los geht's mit 11 Familienspiele, wie immer in alphabetischer Reihenfolge. Und wenn man über Familienspiele redet, dann muss man natürlich auch gucken, passt das Spiel, was man vorschlägt, in diese Kategorie hinein. Und das erste dieser vorgeschlagenen Spiele hier, da tue ich mich tatsächlich schwer, aus zweierlei Gründen das Spiel in diese Liste hineinzuschreiben. Zum einen wird es das Spiel erst auf Deutsch im Januar geben. Das heißt, die Empfehlung wäre, tatsächlich einen Gutschein zu verschenken und der im Januar dann einlösbar ist. Und das zweite ist, das Spiel ist für mich auf der Kippe zwischen gehobenen Familienspiel und unterer Kennerspielbereich. Ich sag mal so von der Schwierigkeit her, vielleicht wie in Azul oder Quacksalber von Quedlinburg, was ja auch irgendwo so dazwischen lag. Deswegen, ich habe es jetzt mal in die Familienkategorie hineingepackt, weil ich glaube, dass es einer Familie noch gut zumutbar ist. Wo es am Ende einsortierbar ist, da scheiden sich die Geister. Die Rede ist natürlich von Cascadia. Cascadia könnt ihr die Rezension bei Carina nochmal nachlesen, die sie auf dem Blog veröffentlicht hat. Und in Cascadia geht es darum, ein eigenes Gebiet auszubauen. Wir haben Token und wir haben Plättchen. Man darf sich immer eine Kombi daraus auswählen. 4 stehen zur Verfügung und baut die dann in seinem eigenen Bereich aus. Eigener Bereich, der dann so nach und nach entsteht, geht es darum, möglichst große zusammenhängende Gebiete zu schaffen. Es gibt 5 verschiedene Gebietstypen, die dann hinterher ausgewertet werden, wo immer der größte dann Punkte bringt. Das zweite ist, dass ich mit diesen Tiertoken verschiedene Abbildungen möglichst gut nachbilden will. Die liegen vorher aus. Es gibt da verschiedene Kombinationen, Varianten für die 5 zur Verfügung stehenden Tiere. Das können mal Reihen sein, das können mal Pärchen sein oder Falken, die weit auseinander liegen etc. Und das bringt mir dann am Ende Siegpunkte. Ich finde, es ist sehr, sehr schnell gespielt. Wir haben kaum Downtime in dem Spiel. Eine Interaktion ist nicht dramatisch vorhanden, allerdings kommen wir uns natürlich schon ins Gehege bezüglich der Plättchen, je nachdem, was man da sammelt. Also das ist dann die Interaktion, die da ist, dass ich halt gegebenenfalls dem anderen oder der anderen auch was wegnehme. Für mich ist Cascadia zurzeit eines der am häufigst gespielten Spiele und das i-Tüpfelchen ist vielleicht dann noch das wirklich wunderschöne Material mit diesen tollen Holztoken. Das zweite Spiel auf meiner Liste ist, und das darf natürlich das Genre nie fehlen, ist ein Flip-and-Ride-Spiel, hier in Form von Explorers bei Ravensburger erschienen. Sehr modulares Spiel. Das Spiel an sich ist erstmal nichts großartig Neues, das was wir schon kennen. Thematisch müssen wir jetzt hier ein Gebiet für uns entdecken. Über 4 Runden werden 7 Kärtchen umgedreht und derjenige, der aktiver Spieler dann in diesem Zug ist, darf sich für einen Geländetyp entscheiden. 4 von denen stehen zur Verfügung, also auf dem Plättchen. Und pro Kärtchen sind es in der Regel immer 2. Und wenn er sich entscheidet, darf er 3 Kreuze machen. Die anderen dürfen entweder 2 von dem gleichen Geländetyp oder den anderen Geländetyp wählen und dort 3 Punkte machen. Dann müssen wir verschiedene Aufgaben erfüllen, Proviant sammeln, Tempel erkunden, vorher aber den Schlüssel dafür auch finden. Wir müssen Diamanten einsammeln, Dörfer entdecken etc. Und durch die Karten, die wir vorher haben, das Spielbrett ist extrem modular, ist halt jede Partie irgendwie ein Stück weit anders. Ich finde, das Spiel lässt sich sehr schnell erklären, auch sehr, sehr gut umsetzen. So eine Partie dauert knappe 1/2 Stunde. Gut, bei mir vielleicht in einer Familienrunde 40 Minuten. Und man kann es halt noch vom Schwierigkeitsgrad steigern, wenn man noch Sonderaufgaben hinzunimmt, die in dem Spiel bereits enthalten sind. Nummer 3, Imaginius von Piatnik. Für mich eine der Überraschungen aus der Saison, muss man sagen. Hätte ich jetzt an der Stelle bei Piatnik gar nicht so verortet.
Imagenius ist so ein bisschen Malen nach Bildern, also nicht Malen nach Zahlen, sondern ich muss tatsächlich oder Malen nach Symbolen. Wir haben alle so eine große Karte mit Symbolen, mit ganz vielen unterschiedlichen Symbolen vor uns liegen. Und dann wird eine Karte aufgedeckt und alle starten gleichzeitig los und müssen jetzt diese verschiedenen Symbole auf der Karte eben mit Strichen aneinander reihen. Mal soll der Strich geschwungen sein, mal muss was eingekreist werden, das steht auf der Karte jeweils drauf. Und das Ziel ist am Ende eben halt ein Symbol, was sich dadurch ergibt, zu entdecken. Das kann mal ein Brief sein, ein Flugzeug, ein Pilz, was auch immer. Derjenige, der es als erstes entdeckt, nimmt die Sanduhr, dreht um und die anderen haben dann noch kurze Zeit die Möglichkeit, ebenfalls hier einen Punkt zu ergattern, indem sie das Symbol erraten. Gar nicht so einfach, gerade Kinder haben hier einen großen Vorteil gegenüber den Erwachsenen, die vielleicht einen Tick schneller sind, aber das Auge fürs Bild spricht definitiv für die Kinder, ist bei meinen Kindern aktuell sehr, sehr in und sehr gerne gespielt. Imagenius bei Piatnik erschienen. Spiel Nummer 4 ist Masterword von Le Scorpion Masqué. Auch eher im gehobenen Familienspielbereich. Ich tat mich da auch ein bisschen schwer, ob es schon eher im Kenner, aber ich glaube, das kann man auch ganz gut im Familienspielbereich spielen. Wer Wortspiele mag, Kooperative dazu, der wird hier genau der Richtige sein oder die Richtige. Es gibt immer einen Spielleiter, reihum wird der getauscht und der nimmt eine Karte aus so einem Kartenstapel, da steht, das Beispiel hatte ich ja schon mal erwähnt, drauf Tiger, darf aber nur den Oberbegriff Tier, der ebenfalls auf der Karte drauf steht, den anderen mitteilen. Und nun müssen die auf ihre Karten, einen Begriff schreiben, der das ganze Thema so ein bisschen eingrenzt. Da kann von mir aus Säugetier stehen, also wenn da Tier angegeben ist, Vogel oder was auch immer, lebt an Land, an Wasser etc. Die Karten werden ausgelegt und dann muss der Spielleiter wie bei Mastermind eben halt am Rand Bemerkungsplättchen hinlegen, ist guter Begriff oder ist ein schlechter Begriff. Dann geht es in die nächste Runde. Das machen wir jetzt 7 Runden lang, bis wir irgendwann in der Gruppe uns sicher sind, denn wir dürfen miteinander sprechen, kooperieren. Das könnte vielleicht dann von mir aus auf einen Eisbär hinauslaufen. Das gibt man dann als Begriff jetzt auf ein rotes Kärtchen. 3 von diesen Lösungskärtchen hat man. Wenn es falsch ist, okay, muss man weiterraten. Wir haben ja den Tiger gerade gesucht. Da muss man natürlich dementsprechend andere Fragen stellen. Von mir ist gestreiftes Fell, Raubtier oder sonstige Sachen. Mir hat es sehr gut gefallen, ist aber auch nicht unbedingt einfach. Man muss da schon sehr stark um die Ecke denken. Ist halt ein Deduktionsspiel. Mir sehr gut gefallen. Natürlich, ich habe sie jetzt nicht extra hier erwähnt, passt aber jetzt gerade hier gut rein, kann man sämtliche 3 Nominierten, aber auch die Spiele auf der Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres nehmen, wie der Preisträger Micro Macro, die Abenteuer des Robin Hood oder Zombie Teens Evolution. Aber es gibt bei Micro Macro halt schon den Nachfolger und wer schon Micro Macro gespielt hat, sollte sich definitiv Micro Macro 2 holen. Da gibt es die Karte, die bisher hier oben war, wird unten unterhalb des Hafens weitergeführt. 16 neue herausfordernde Fälle, teilweise auch etwas länger, auch gekennzeichnet diesmal nach Kindertauglichkeit oder eben halt auch nicht, je nachdem, was für ein Verbrechen dort passiert, ist in Anführungszeichen more of the same, ein bisschen anders noch strukturiert, aber der Spaßfaktor ist definitiv da. Also Micro Macro 2 gehört schon mal für mich unter den Weihnachtsbaum. Genauso fand ich das Spiel Savannah Park sehr, sehr gelungen. Savannah Park ist ein Puzzlespiel. Wir haben hier, sind in einer Savanne sozusagen. Das Spiel ist eigentlich abstrakt, aber ich finde es sehr nett illustriert, halt mit den verschiedenen Tieren. 6 Stück gibt es davon. Und die werden erstmal auf unserem Spielplan hingelegt. Wir dürfen bestimmte Felder nicht nehmen. Da gibt es 3 brennende Bäume, Baumgruppen und in der Mitte einen Felsen. Da darf nichts drauf. Ansonsten werden die Tiere einfach hingelegt, entsprechend ihrer Farbe. Und dann geht es reihum, dass immer wieder einer ein Plättchen nimmt, dieses Tier ansagt und dann muss das woanders hin platziert werden. Damit man weiß, welches Plättchen schon genutzt worden ist, dreht man es entsprechend auf die andere Seite. Normalerweise hat man eine farbige Auslage und dann geht es auf gelb. So würde ich das definitiv spielen. In der Regel ist es ein bisschen anders erklärt, aber wenn ich von Farbe auf gelb spiele, ist es am Ende einfacher, das Ganze zu evaluieren.
Ja, und das Ziel ist am Ende, möglichst lange Tierketten zu bilden, der gleichen Tierart, und die mit Wasserlöchern zu kombinieren, denn die Anzahl der Wasserlöcher ist gleichzeitig der Multiplikator. Es gibt bis zu 3 Wasserlöcher pro Tierart. Und wenn ich möglichst große Tiergruppen aneinanderreihend liegen habe, dann kann ich dementsprechend hier auch Wertungen durchführen. Das passt natürlich nicht immer. Nicht immer ist das Feld gerade frei, wo dann interessante Plättchen hingelegt werden. Aber ich fand das gerade vom Puzzlespaß doch wirklich sehr gut gelungen. Ja, dann ein kleines Spiel von Oink Games Scout genannt. Erinnert ein Stück weit an Krass Kariert. Also wer Krass Kariert mochte, wird sicherlich hier ebenfalls zu Hause sein. Ich fand es sogar noch einen Tick besser als Krass Kariert. Und wir haben hier ein abstraktes Kartenspiel, so ein Zirkusthema reingehaucht, aber es ist tatsächlich eher abstrakt. Und wir müssen halt hier gucken, dass wir uns gegenseitig mit Pärchen, mit Drillingen, mit höheren Pärchen etc. übertreffen, dürfen aber diese Kartenreihenfolge, die wir einmalig am Anfang aufgenommen haben, nicht neu justieren, sondern wenn wir Karten rausspielen und wieder Karten reinnehmen, dann können wir nur diese einzelne Karte, die wir eben halt haben, in unser Deck hineinpacken, um daraus eben halt andere Zwillinge oder Drillinge etc. Zu bilden, die uns dann im weiteren Spielverlauf dann helfen. Sehr kurz und knackig, tolles Material, wie das bei Oink Games halt der Fall ist. Scout ist für alle Kartenfans von abstrakten Kartenspiel eine Empfehlung, und wer da nochmal nachlesen will, auch Carina hat hierzu eine kurze Rezension verfasst. Ja, dann haben wir noch 4 weitere Spiele, nämlich Smart 10. Smart 10 wird jeder sagen, das ist aber, kenne ich doch schon. Ja, aber es gibt ja jetzt seit dem Sommer auch die Familienedition, und genau das ist hier das perfekte Familienspiel. Gerade auch mit Kindern gut spielbar, weil hier andere Kategorien sind, die sind ein Tick weit einfacher. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Erwachsene da mal locker flockig alle Kinder in die Tasche stecken kann. Nee, nicht unbedingt, aber es ist halt für Kinder eben halt auch besser mitspielbar. Also Kinder meine ich jetzt hier nicht 8-Jährige, sondern die sollten halt schon irgendwo so um die 11, 12 Jahre alt sein. Aber dann funktioniert das wunderbar. Und das Smart-10-Prinzip geht ja mal darum, dass eine Frage gestellt wird, die ist in der Mitte dieses Quiz-Generators sichtbar. Ein Generator heißt jetzt nicht, dass dann digital da was passiert, sondern halt da drin die Karten stecken. Und dann habe ich 10 verschiedene Antwortmöglichkeiten, und je nachdem, wie die Frage gestellt ist, muss ich Ja oder Nein sagen oder eben die richtige Antwort geben etc. Und das passiert hier dementsprechend auch. Und ich muss manchmal halt auch gucken, zocke ich weiter, versuche noch eine Antwort oder nehme ich erstmal die gesammelten Punkte und bin damit zufrieden. Denn wenn ich eine falsche Antwort gebe, verliere ich die gesammelten Punkte dieser einzelnen Runde und kann dann nicht weiter punkten. Und bin dann erst in der nächsten Runde wieder dabei. Hat aber wunderbar auch mit Kindern gespielt. Meine Tochter spielt es mit ihren Freundinnen. Das finden die alle super. Also, und die ist 12. Und das können die dann dementsprechend auch sehr gut alleine spielen oder dann halt in der Familie. Genau wie So Clever. Für mich sicherlich eins der schönen Highlights von Repos, die wir dort haben. Wir haben ein Kleeblatt, auf dem wir 4 verschiedene Wortplättchen anlegen. Diese Wortplättchen haben jeweils 4 Begriffe, sodass ich dann immer 2 oben, 2 rechts, 2 links, 2 unten, ich muss jetzt spielverkehrt gucken, ergeben. Und in der ersten Phase des Spiels müssen wir jetzt für die Paare Oberbegriffe wählen und aufschreiben. Dann nehmen wir diese Kärtchen runter, es kommt ein 5. Begriff dazu, wird gemischt und in die Mitte gelegt, und die anderen müssen nun erraten, welche Kärtchen jetzt zu den Oberbegriffen gehören. Dafür gibt es dann Punkte. Liegt man falsch, hat man nochmal eine zweite Möglichkeit, dann kommen die falschen Kärtchen wieder raus und man darf nochmal raten. Und das finde ich halt schön, sich da in den anderen hineinzuversetzen und nachzuvollziehen, was hat er sich dabei gedacht. Umgekehrt, derjenige, der kreativ ist, sollte dann auch irgendwas wählen, was den anderen das halt ermöglicht, denn wir spielen an dieser Stelle auch nicht gegeneinander, sondern kooperativ. Trails habe ich ebenfalls auf die Liste draufgesetzt. Ist ein sehr einfaches Spiel, was aus dem Park-Universum kommt, spielt sich aber anders als Parks. Während Parks tatsächlich eine schöne, gemütliche Wanderung in den Nationalparks ist, ist Trails tatsächlich eher sowohl von der Spieldauer
wie aber auch von der Spielintensität und Geschwindigkeit einfach deutlich schneller zu spielen und auch sicherlich einfacher zu verstehen. Wir wandern immer zwischen einem Start und einem Ende und zum Start hin und her und müssen dementsprechend Ressourcen sammeln, die wir dann in verschiedene Andenken tauschen, Bilder tauschen, die dann am Ende Siegpunkte bringen. Und es gibt noch eine Sonderbelohnung, nämlich derjenige, der die meisten Vögel sammelt, kriegt auch noch die Vogeltrophäe. Und das Schöne ist, immer wenn ich ans Ende der Strecke angelangt bin, dann verändert sich der Sonnenstand. Das heißt, die Sonne nimmt langsam ab, bis sie dann am Ende des Tages vorne angekommen ist. Dann werden noch in der Regel 2 oder 3 Runden gespielt, je nachdem, wie viele Spieler dann da beteiligt sind. Und es geht dann in die Endwertung mit den eben genannten Siegpunktmöglichkeiten. Ich finde es sehr komprimiert, wunderbar, auch zum Mitnehmen in den Urlaub geeignet, mit bis zu 4 Leuten spielbar. Auch zu zweit geht das wunderbar, dann ist es halt noch ein Stück weit taktischer. Hat mir gut gefallen, auch von der Ausstattung. Ja, und last but not least, für mich auch eine Überraschung, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, dass das Spiel tatsächlich gut funktioniert. Seven Wonders Architects, die Familienvariante von Seven Wonders. Bin da erst ein bisschen skeptisch dabei gewesen. Wir haben tolles Material, das macht schon mal eine Menge her. Also jeder hat, nachdem man das mal einmal ausgepöppelt hat, eben halt sein eigenes Wunder. Das kann man vorher aussuchen. 7 Stück gibt es an der Zahl, dann kann es also bis zu 7 Leuten spielen. Die haben kleine Nuancen, also da ist eine gewisse Asymmetrie in dem jeweiligen Wunder drin. Und dann funktioniert das Spiel eigentlich direkt zum Losspielen. Man hat ein Kartendeck dabei, das stellt man links von sich hin, machen eben halt alle anderen auch. Das heißt, ich habe ein Kartendeck links und rechts von meinem Nachbarn dementsprechend liegen. Und in die Mitte kommt dann noch ein Kartendeck, was gemeinschaftlich nutzbar ist. Somit kann ich in meinem Zug entweder immer von den beiden offenen Decks links und rechts eine Karte wählen oder von dem verschlossenen Deck, was in der Mitte ist. Und dann muss ich halt gucken, dass ich mein Weltwunder so nach und nach gebaut bekomme, denn sobald das erste Weltwunder gebaut ist, endet das Spiel sofort. Weltwunder kann ich bauen, indem ich gleiche oder ungleiche Karten mit Rohstoffen abgebe. Zwischenzeitlich versuche ich, militärische Konflikte herbeizuführen oder eben halt auch zu vermeiden. Wenn ich selber Soldaten da liegen habe, dann möchte ich sie natürlich haben, weil jedes Mal, wenn ich einen Konflikt herbeiführe, je nachdem, wie viele Soldaten ich mit Hörnern beispielsweise hingelegt habe, Hörner bedeutet immer ein Konflikt, der dann ausgelöst wird, bekomme ich halt dann noch für militärische Mehrheiten gegenüber meinen Nachbarn, so wie man es aus Seven Wonders kennt, noch besondere Punkte. Ich kann auch noch Erfindungen produzieren, das sind diese grünen Sachen, die mir entweder Boni im Spiel bringen oder Siegpunkte am Ende des Spiels und in sich einfach zu verstehen, sehr schnell den anderen beizubringen, rund ist so ein Spiel, was man auch mit Oma und Opa unterm Weihnachtsbaum wunderbar und sehr schnell spielen kann. Seven Wonders Architects, deswegen auch eine Empfehlung für Weihnachten. Ja, ihr habt gesehen, das waren jetzt natürlich alles Spiele der neueren Art. Natürlich kann man halt noch ganz viele andere Spiele da empfehlen. Dann guckt bitte nochmal die Empfehlungsliste aus dem letzten Jahr an. Da sind halt auch noch weiterhin gute Spiele dabei, falls die noch nicht in eurem Bestand sind. Und ansonsten gibt es dann noch, wie gesagt, Kennerliste und Kleinigkeiten so zum Mitnehmen. Freut euch drauf und bis dahin eine schöne Woche. Am Dienstag gibt es die Kolumne und am Freitag die News. Bis dann, euer Christoph. Tschüss. Gerne ein Abo hinterlassen. Ciao.